Hi, willkommen, ich bin Stefan und willkommen hier wieder bei mir auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Stefan unterwegs. Ja, ich bin wieder, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon im Hintergrund seht, zurück im Elbsandsteingebirge. Und zwar machen wir jetzt Elbsandsteingebirge Tour 2.0. Ich habe ein paar Tage frei, ist Vatertag. Und habe ein langes Wochenende. Ja, und wo geht's hin? Ich habe ein bisschen Kletterzeug dabei. Meine Ausrüstung habe ich auch ein bisschen verändert. Und Schwerpunkt wird Bofen sein. Das heißt, übernachten hier draußen. Und auch klettern. Ich habe kein bestimmtes Pensum vor, sondern möchte einfach ein bisschen in Ruhe hier chillen. Und mir die ganze Sache hier gemütlich erwandern, also kein extremer Stressfaktor. Ja, wenn ihr Bock habt und Lust habt, seid herzlich dabei und genießt einfach nur die schöne sächsische Schweiz. Bleibt dran! Ja, was wir hier jetzt im Hintergrund sehen, das ist das sogenannte Schrammtor und da gehen wir jetzt mal rein und wir gucken uns mal die ganze Geschichte hier an. Also das ist sehr imposant hier. Ja, und was interessant ist, ist hier auch die Akustik, wie ihr hören könnt, sie heilt ein wenig. Auch das ist hier sehr schön zu sehen und zu hören. Wunderbar einfach nur. Eine wunderbare Landschaft. Wir sind jetzt beim Wildschützenstieg und wir wollen uns mal angucken, ob wir da Gurtzeug brauchen oder nicht. Da geht's lang. Vor mir sind schon welche. Und wir wollen uns mal das Ganze dann in Ruhe angucken. So, wollen wir vorgehen und gucken uns das mal an, ob wir da ein Gurtzeug brauchen. Und da geht's lang. Ja, sieht nicht so aus und dann geht es da gleich mal hoch. Bis hierher bin ich jetzt schon ganz schön am Pumpen, aber das ist jetzt der erste Teil der Stiegentour. Ich hatte mir nebenbei noch vorgenommen, hier so einige der Steige, respektive der Klettersteige, zu begehen. Ja, da geht's weiter. Ich verschnaufe noch mal kurz. Wir haben auch nicht mehr der Jüngste. Und dann geht's da hoch. Alter Falter. Ja, ich bin ganz schön gerädert. Das war ein schöner Anstieg. Vor allen Dingen mit dem Gepäck hinten drauf. Da habe ich jetzt soweit alles dabei. Jetzt sind wir hier oben. Und zwar hier auf der Schrammsteinaussicht. Und eine wahrhaft schöne Aussicht habe ich hier auch. Und ich werde es euch mal zeigen. Es ist wirklich überwältigend. Und wenn ihr mal genau dahin guckt, da unten, da ist eine Bofe. Und da sind auch Bergsteiger drin, die
gerade dort kampieren. Ja, ich werde mich jetzt noch weiter hochbegeben und wir schauen mal, was wir noch für schöne Aussichten haben. Jetzt geht's da hoch und bleibt weiter dran. Man merkt ja, dass heute Vatertag ist und ja, was man hier zu sehen kriegt, ist schon richtig zu lachen. Erstmal im Hintergrund diese richtig schöne Aussicht, die ist nicht zum Lachen, die ist schön. Aber wenn man dann sieht, dass hier so 10 erwachsene Männer mit übergroßen Sombreros in roten Trainingsanzügen und Pudelmützen auf den Sombreros rumlaufen und die dazu in dem Gelände noch eine Bierzeltgarnitur mitschleppen. Also, ich habe schon viel erlebt. Aber das ist eine Hausnummer. Sachen gibt's. Aber wir sind jetzt weiter unterwegs. Und dann schauen wir mal weiter. So, genial. Das ist nicht mal Vatertagsgeschenk. So eine Natur und so eine Aussicht. Einfach nur fantastisch. Und das macht richtig Spaß. So, ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Es geht weiter. Ja, Leute. Jetzt sind wir schon eine ganze Ecke weiter und ich mache mir jetzt gerade so ein bisschen Mittag. Da gibt es heute mal lecker Asian-Nudeln, aber die sind diesmal nicht aus Asien, die sind vom Russen. Käffchen ist auch schon fertig. Ja, und jetzt werde ich in Ruhe Mittag essen und dann geht's weiter. Und ja, dann werden wir gucken, dass wir noch unterwegs nochmal Wasser tanken und dann geht's auf zur Bofe. Schauen wir mal, bleibt weiter dran. Ja, die Pause war ganz nett. Ein bisschen was gegessen. Und jetzt bin ich schon eine ganze Zeit auf dem Weg, aber aufgrund des hohen Publikumsaufkommens hier kann man nicht so in Ruhe filmen, es sei denn, man ist ein bisschen abseits. Ja, das bin ich gerade. Ich bin jetzt mittlerweile in der Kernzone angekommen vom Nationalpark Sächsischer Schweiz. Und wir bewegen uns in Richtung der Richtersschlüchte. So, ja, werden wir mal gucken. Noch eine Pause machen. Und eventuell, wenn möglich, noch mal ein bisschen Wasser nachziehen. Und dann geht es auch schon in Richtung des Quartieres. Dann hoffe ich mal, dass die Bofe frei ist. Und ansonsten gibt es da genügend. Ja. Und nun geht's weiter. Wer eigentlich so ein bisschen auf raue Natur steht, der ist hier in der Sächsischen Schweiz genau richtig. Hier gibt es Ecken, die sind so wunderschön. Hier bei mir im Hintergrund seht ihr es gerade. Ja, und die Wege zum Teil sehen so aus. Das Stück nehme ich euch mal mit. Und ich habe bei der Kamera auch keinen Bildstabilisator drin, so dass ihr mal mitbekommt, wie schön wackelig das hier ist, wenn man mal keinen Bildstabilisator anhat. Jo.
Ganze nehme ich euch jetzt nicht mit runter, ich baue die Hände. Aber das reicht für den Eindruck. Aber die Gegend ist herrlich. Gebt euch das mal, Leute. Wie ihr ebenso unschwer erkennen konntet beim Abstieg. Ja, endlich mal ein Abstieg. Ich bin die ganze Zeit, also den gesamten Vormittag, auf dem Plateau gelaufen. Seit Verlassen des Fahrzeuges. Und über die Schrammsteinaussicht. Dann weiter. Immer weiter auf dem Plateau. So, jetzt geht es erstmal runter. Und das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn es runter geht, geht es irgendwann wieder rauf. Da freut mich Jesus schon drauf. Aber egal. Jetzt geht es runter und dann gucken wir mal, riecht der Schlüchte. Und mal schauen, dass wir Wasser finden. Ja, da seid ihr ja wieder. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur Bofe. Und das andere Problem ist, dass das Wasser hier momentan versiegt ist. Also nicht so wie bei meiner letzten Tour, dass hier überall voll das Wasser gesprudelt ist. Das haben wir jetzt gerade aktuell nicht. Und ich hoffe, dass ich auf dem Weg zur Bofe noch einen Bachlauf finde, wo ich noch ein bisschen Wasser nachholen kann. Gut, aber jetzt geht es erstmal weiter. Dann schauen wir mal. Ja, Wasser haben wir jetzt auch aufgefüllt. Und das war hier an einer Wirtschaft, hier im Wald, das Zeughaus. Und jetzt habe ich ausreichend Wasser. Und jetzt geht es in Richtung der Bofe. Ja, meine Zielbofe da oben, die ist gerammelt voll. Und ja, jetzt kommt Plan B. Suchen wir uns eine andere Bofe. Also, das ganze Gerödel wieder runter, da runter. Und dann schauen wir mal, ich werde mich jetzt wieder so wahrscheinlich in Richtung Henschelstiege begeben und mal gucken. Eine Bobe finden wir schon. Bin da ganz zuversichtlich. So, weiter dranbleiben. Ja, das nenne ich mal so kleines Geschenk der Natur. Ihr seht es hier. Zwar nur ein kleines Rinnsal, aber reicht aus, um Wasser zu fassen nochmal. Weil ich habe ordentlich getrunken heute, weil das war schon heftig. Und dann will ich nochmal Wasser abfassen. Also selber trinken. Ja, dann wollen wir mal erstmal Wasser machen. Ja Leute, das war jetzt der erste Tag hier wieder aus dem Elbsandsteingebirge. Hat sich gelohnt. Wir sind hier nochmal den Henschelstieg hochgeklettert und natürlich ich mit dem großen Rucksack hinten drauf, mit dem ganzen Gewicht, das war natürlich eine schöne Hausnummer. GoPro hatte ich auch drauf, war wunderbar, ich habe sie nur leider auf Fotofunktion gestellt. Naja, egal, gibt auch hübsche Bilder. Ansonsten, wir haben ein fantastisches Wetter hier und die Aussicht ist grandios und morgen geht es weiter und ja, wir sehen uns im zweiten Teil.